damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ich glaube gar nicht, was das für eine Tortur war, das jetzt hier anzuschmeißen und darauf zu hoffen und zu warten, dass Space Engineers funktioniert. Das hat mich jetzt fast eine halbe Stunde gekostet. Also, nein, nicht ganz. Wir sind knapp bei nicht ganz 25 Minuten, aber fast eine halbe Stunde. Also mehr. Weil erst wollte Space Engineers nicht starten. Dann auf einmal gab es spontan, obwohl nichts vorher da war, ein kleines Update, das irgendwie auch nicht so richtig wollte. Dann wollte Space Engineers wieder nicht starten. Dann irgendwann ist Space Engineers gestartet. Dann ließ sich aber der Speicherstand nicht laden. Dann hat er ständig irgendwas gesagt von mir, ja, sie haben keinen Zutritt zu der Session. Versuchen sie später nochmal. So, hä, was für eine Session? Es ist kein Multiplayer-Spiel, es ist kein Server. Es ist ein ganz normaler Singleplayer-Speicherstand. Okay. Wieder versucht zu starten. Space Engineer ist immer abgestürzt. Und jetzt irgendwann, nach dem keine Ahnung wievielsten Versuch, alles endlich geklappt. Ich habe schon gar nicht mehr dran gehofft. Ich habe die ganze Zeit nebenbei TikTok geguckt und war dann eben so überrascht, als dann auf einmal ich nur so das Röcheln und Atmen des Astronauten im Ohr hörte. Und jetzt so, wuss. So hochgeguckt, so, ah, es geht ja doch. Na gut, wollen wir dann die Gelegenheit beim Schopf verpacken und natürlich hier ausprobieren, ob das denn alles so funktioniert. Ja. Ich muss sagen, das hat natürlich ganz gut funktioniert, auch wenn wir gesehen haben, dass da noch das ein oder andere Triebwerk dran muss. Wobei, ich glaube, das haben wir jetzt schon gemacht, ne? Ja, ich glaube, die Triebwerke hatten wir jetzt schon dran gemacht, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, das ist okay, das ist okay. Das reicht. Ja, aber was dran muss, ist ein Verbinder. Der muss auf jeden Fall dran. Und zwar... Genau, hier muss auf jeden Fall was hin. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Während Space Engineers mal wieder ein bisschen braucht. Wir hatten doch... diesen einen Konverter, den wir hier in der Mitte benutzt haben. Ich glaube, da kann man auch von einem kleinen auf ein großes Feld umschwenken. Das wäre mir sehr willkommen in Hinsicht auf den Verbinder. Genau. Pipe Single. Das müsste der sein. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wir gucken uns den mal an. Also, wir haben hier ein großes und noch ein großes. Das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich wollte. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Dann nehmen wir das hier. Das ist das, was ich wollte. Genau. Ich wusste doch, wir haben da was. Ja. Das ist das Schöne. Wir haben für fast alles was. Trotzdem wundert es mich, warum ich nicht mehr bei unserer Hauptbase an einem spawnen kann, was ich ziemlich seltsam finde. Und ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Weil ich mir die ganze Zeit frage, okay, was ist da los? Warum? Was ist da schief gegangen? Aber irgendwann werden wir das schon rausfinden. So, Verbinder. Mich wundert eigentlich gerade... Na gut, okay, das Inventar ist voll. Genau, so, wunderbar. Die sind alle mit untereinander verbunden, das heißt, brauchen wir das nur irgendwo andocken. Vorrangig natürlich irgendwo, wo es einfach ist, ranzukommen. Und so eine Landeplattform soll das ja auch ganz gut funktionieren, habe ich gehört. Na, andererseits könnten wir natürlich auch hier irgendwie die Rohre wegknapseln, ne? Ja, die brauchen wir eigentlich nicht nach da hinten. Also zumindest nicht beide, glaube ich. Also denke ich mir jetzt mehr oder weniger. Okay, das hat schon mal irgendwie ziemlich viel Ressourcen gebracht, aber nicht so das, was ich wollte. Naja, man könnte das wirklich hier hinten so anschließen, ne? Dass man... Ja, das ginge. Das könnte man machen.
Das heißt, dann werden wir das hier entsprechend unten drunter. Das heißt, wir gehen hier lang. Genau, gehen wir hier lang. Da dann hier dran lang hoch und dann hier so an der Seite hoch und dann, ja, ihr wisst schon, ne? Ratz, die Fatz ist dann fertig. Mehr oder weniger. Okay. Ja, nehmen wir das. Ist natürlich so die Sache, ich muss... definitiv weiter weggehen. Ja, das wird jetzt nämlich mit dem Verbinder interessant. Der ist ja ein bisschen größer hier. Ja, so sieht das schön aus, ne? Genau, ja, das passt ja halbwegs, ne? Klar, es hängt zwar in der Luft, so ein bisschen, aber nicht so richtig viel. Von daher ist das noch okay. Okay, okay, okay. So, dann gehen wir auch hier dann entsprechend nach da. Nein! Schrecklich. So, weitermachen. Ganz lustig, zwischendrin springt Space Engineers auf einmal auf HDR um. Wo ich mich frage, so, hä? Seit wann hat Space Engineers HDR? Wäre mir neu? Ist nicht so, dass ich das irgendwie seltsam fände oder mich irgendwie darüber ärgern würde. Wäre schon ganz nett, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, was das unbedingt braucht, finde ich, ne? Also, ist jetzt grafisch nicht so eine Bombe, dass man sagen muss, ich brauche da unbedingt bei Space Engineers HDR. Ich kann das sonst nicht mehr spielen. Nee, nee, runter, runter. Genau, und dann müssen wir das jetzt hier. Wir müssen erstmal ein bisschen was schweißen. Komm, wir schweißen erstmal ein bisschen was. Um das Inventar hier ein bisschen dazu kriegen. Na, das bringt schon mal ein bisschen was. Sehr schön. So. Jetzt habe ich aber garantiert keine interne Panzerung mehr dabei, oder? Ha, natürlich nicht, aber wir können mal so ein paar Sachen wegpacken. Definitiv. So, was braucht man denn dafür? Das können wir uns ja gleich mal angucken. Also wir brauchen dafür eigentlich immer interne Panzerung, Motor, kleine Stahlrohr und Herstellungskomponenten. So, interne Panzerung. Motoren werden wir nicht haben. Herstellungskomponenten. Kleine Stahlrohr haben wir auch nicht. Was ist Motor? Hier ist auch nichts in der Richtung. Nur noch ein paar davon. Okay, ich brauche definitiv davon ein paar. Und davon nicht ganz so viele. Wir sehen, Nickel ist mal wieder unser bester Freund. Entschuldigung. Ach, nicht das. So, das müsste uns zumindest schon mal irgendwie weiterbringen. So. Also zumindest hier so ein bisschen vorankommen, ne? Mhm. Oh, guck mal, schwebt jetzt. So. Genau, damit es dann weiter funktioniert. Machen wir das jetzt einfach so, auch wenn ich das so gar nicht möchte. Aber es ist wichtig. Da sind viele Motoren.
Eine Steuerrohr fehlt auch. Okay, aber ansonsten, oh gut, Herstellungskomponenten haben wir gesehen, wurden auch noch ein bisschen benötigt. Okay, jetzt hoffe ich natürlich, dass wir noch irgendwo... Ja, haben wir noch. Da brauchen wir alles. So ein Rotz. Ach, das war für einen Raketenwerfer. Na, egal, brauchen wir eh nicht. Ja, ist echt so, den brauchen wir nicht mehr. Also da vorne, weil er ist kein automatisches Geschütz, somit ist er eh für uns sinnfrei. Sehr gut. Ups, kurz drehen. Ah, läuft doch schon ganz gut hier. Mehr oder weniger. Den hier zum Beispiel, den können wir noch gebrauchen. Das ist okay, aber den hier vorne zum Beispiel. So, nehmen wir die Raketen raus, die können wir nämlich auch verarbeiten. Ach ja, schon wieder kein Platz. Genau, so ist besser. So. Dann können wir das auch abbauen. Ist das eigentlich hier? Ach ja. Erzdetektor. Inventory full. Das ist gut. Da waren, glaube ich, viele Motoren dabei, wenn ich das gesehen habe. Okay, wir brauchen wirklich nur noch Motoren. Sehr schön. Wir können mal gucken, ob er hier vielleicht Motoren gemacht hat. Ich glaube es zwar nicht. Ah, nicht so richtig. Das reicht für eins. Aber egal, wir wollen uns nicht beschweren. Nur Motoren. Ist hier noch ein Motor dabei oder so? Nee, nicht mehr. Auch nur 6 Stück sind da drin. Jetzt können wir natürlich mal gucken. Hier unten. Das wird, glaube ich, nicht mehr gebraucht. Genau, das kann man ja so wegnehmen. Das ist jetzt auch nicht dramatisch. Seite gibt es die, glaube ich, auch. Ja, haha, sehr schön. Das fand ich gut, das fand ich gut. Sehr schön. Ja, wunderbärchenhaft. Da mal rin und dann werden wir... Es ist fast auf der gleichen Höhe. Ja, das ist gut. Tja, würde ich sagen, machen wir da dann einfach beim nächsten Mal weiter. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.